Moin moin meine lieben Zuschauer und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdoms Come Deliverance. Und wir befinden uns hier, wenn man sich umschaut, bei der Mühle. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als wir mal halbtot hier hingebracht worden sind von der guten Theresa. Die hat ihren Onkel hier gehabt. Und wir sind eigentlich nur hier, weil wir auf dem Weg sind, um Stinker zu finden. Das ist einer, der zu dieser Bande gehört, die in Neuhof da ihr Unwesen getrieben hat. Und der ist hier oben. Wir sind leider hier unten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal rüber. Und dann werden wir mal dahin reiten und mal gucken. Bin ich hier richtig? Da Rohr mal drehen. So. Genau. Das machen wir jetzt. Da reiten wir mal hin und schauen mal, ob wir diesen Stinker finden können. Okay, hier können wir nicht rüber reiten. Dann müssen wir einmal kurz absteigen oder rüber gehen. Und. Ui. So. Ja, hier rüber gehen. Ne? Dann brauchen wir nicht den ganzen Weg. Außenrum zu einer Brücke eiern. Geht's hier durch? Das ist dann. Können wir auch durch, doch bestimmt, ne? Ich sage ja. Ist das zu tief? Ja, dann geht doch. Okay. Kann er hier nicht durch? Ist das zu. Tatsächlich komme ich da nicht rüber. Das ist ja blöd. Ach, da hinten ist eine Brücke, okay. Dann lass uns doch die Brücke nehmen. Ah, komm schon. Kommst du jetzt da hoch? Du Affe? So. Dann können wir auch Pebbles benutzen. Eieiei. Die Strömung so stark oder hake ich hier einfach? Ich glaube, ich hake hier nur. So. Pebbles, ich komme. So. Und zack. Gut, da hinten haben wir eine Brücke gesehen. Jetzt können wir noch einfach hier hinten längs reiten. So. Oh, das wäre auch einfacher. Na gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal dahin zu dem Stinker. Dem prügeln wir jetzt ein paar Sachen raus, glaube ich. Damit wir ein bisschen wissen und auch er weiß, dass er es ernst meint. So, wir reiten noch was Querfeld ein. Ja. Andere dauert nicht so lange. Schauen wir doch mal. Na, da sind wir auch hier. Hügelige Hügel. Unser Pferdchen kommt da nicht hoch. Ich reite hier hinten hoch. Da kommst du besser hoch, glaube ich. So. Ja! Ja! Schaut ihn euch an. Den gestriegelten Hengst. Okay. Und das Spiel können sie eigentlich auch für die Switch rausbringen, finde ich. Man hat gesehen, dass der Witcher auch funktioniert. Warum sollte das hier nicht auch funktionieren? Ein paar Abspeckungen hier und da, aber ich glaube, es wird gut funktionieren trotzdem. Ich gucke auf die Karte, wo sind wir denn da? Da kommt tatsächlich ein neues Dorf. Ich bin gespannt. Ja. Mal noch kurz. Nicht hier. Ja. Nicht hier irgendwo runterstürzen. Ja. Das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, wir können da gefahrlos hin. Ne? Du hast entdeckt, Ledetschko. Okay. Ja. Oh, hier ist ein Weg, habe ich gesehen. Dann drunter noch. Ja. So, jetzt müssen wir ihn hier drin finden. Vielleicht horchen wir mal ein bisschen hier rum. Ja. Und erfahren dann. Was ist hier noch sehr früh am Morgen? Ein Schleifstein. Können wir da vielleicht mal mit dem Schmied mal schnacken? Ich meine, der wird auch noch nicht wach sein, aber wir haben ja jetzt nicht die besten Waffen. Aber ab und zu braucht man vielleicht noch bessere Waffen, gerade so beim Kämpfen und so. Ist das der Schmied hier? Wahrscheinlich, ne? Hier links gehen. Das ist ein blöder Köter. Ah, hier. Können wir einfach selber benutzen? So, schleifen wir doch mal. Okay, Winkel, Druck, Treten. Oh Gott. Oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Aber warte. Das glaube ich so sein, ne? Oh, sieht gut aus. Sollen wir das Schwert mal anschauen? Ist das jetzt irgendwie
geiler oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade die Werte vorher nicht anzeigen lassen, so richtig. Aber Schnuppe können wir auf jeden Fall mal ausrüsten. Tschuk. Und wenn wir schon dabei sind bei der Ausrüstung, huch, dann machen wir natürlich auch hier, huch, so, bei der Ausrüstung, dann natürlich das Schild auf der anderen Seite und einen Bogen packen wir auch rein und ein paar Bögen auch. Warum habe ich denn alles wieder ausgezogen, ist die Frage. Weiß ich gar nicht. Na gut, also. Was soll das hier haben? Ziehen wir mal an. Deckungsschutz, Lederhandschuhe. Können wir auch nehmen. Jagdstiefel. Obwohl, sind Jagdhandschuhe nicht irgendwie besser? Ja. Eine Hirnhaube. Ein gewöhnlicher Becken. Ja. Gepolsterte Beinlinge. Ah, wird schon irgendwie passen so. Gut, aber warum das alles jetzt wieder weggegangen ist, also runtergerutscht ist, weiß ich jetzt auch nicht. Hier, gepolsterte Bunthaube. Packen wir auch rein. Und hier, leicht gepolsterte Rüstung. Bringt uns nicht so viel. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen defekt. Aber wenn der Schmied kommen sollte, könnte man mit ihm vielleicht reden, dass er uns ein schönes Schwert schmiedet. Ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das jetzt hier? Ich kann nicht mal gucken. Ich schon, es ist jetzt, oh, es ist 7:30, also eigentlich müsste doch so ein Schmied mal hier rauskommen, oder wenn nicht verkehrt. Nein, pack den Bogen auch mal weg. Das Angeln hier? Ich glaube, einfach reingehen können wir nicht, ne? Dass vielleicht eigentlich einer hier rauskommt und man den reden kann. Aber anscheinend kommt hier keiner. Das ist natürlich ärgerlich. Können wir auch auf den Rückweg machen, ne? Lass uns den Stinker erstmal suchen. Ah, guck mal hier. Das ist eine Bäuerin, mit der sprechen wir doch mal. Oh, eine Händlerin ist sie sogar auch. Gut, gut. Schau mal, was sie zu bieten hat. Wie kann ich helfen? Pass auf, du kannst mir erstmal was kaufen. Oh, wir fragen erstmal Stinker, genau. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Das ist Hinek, der Sohn des Gerbers. Wo kann ich ihn finden? Gute Frage. Er ist hier nicht oft zugegen. Gott sei Dank. Du könntest es beim Haus der Seinigen versuchen. Okay. Was ist Hineks Vater für einer? Wie ist der Gerber so, Hineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Warum wird er denn Stinker genannt? Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist. Deshalb. Okay. Oh, kannst du mir irgendwas erzählen über ihn? Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern. Aber er soll zwielichtige Gestalten kennen. Oh, warum mögen ihn die Leute denn nicht? Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch. Aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit. Ich weiß, um mit anderen Leute zu killen. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zubermädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Ah, okay. Wo ist das Badehaus? Wäre jetzt so wichtig zu wissen. Okay, aber sie ist ja auch gleichzeitig eine Händlerin. Also könnte ich auch mit ihr reden über den Handel? Hä? Ist die abgehauen, blöde Tante? Hallo, süßer Hund. Ja, nicht. So, kann man nochmal mit ihr reden? Nee, doch. Ich kann ich auch mal handeln mit ihr. Kann man echt nicht. Ich kann nicht mit ihr handeln, okay. Gut, also der Zuber. Also sozusagen das Freudenhaus der armen Leute, würde ich sagen. Ist das doch der Gerber gleich hier, oder nicht? Oder sehe ich das verkehrt? Nein, das ist der Gerber. Mal reingucken. Ist keiner da.
kein Mensch dort. Sollen wir da reingehen einfach? Ja, ich will nichts knacken hier. Das wird zu gefährlich. Läuft ja auch keiner hier draußen rum. Aber lass mal mit der Tante da reden, mit dieser Metze. Kann ja gut sein, dass die uns da irgendwie helfen kann, einen interessanten Ort entdeckt. Warum? Ist hier irgendwas? Öffnen. Schnaps. Nehmen wir mit. Aha. Ab und zu lohnt es sich, die Dinger zu durchforsten hier. Hui. So, hier hängt ein bisschen Wäsche. Schießstand. Könnte ich mal meinen Pfeil und Bogen wieder üben, aber ach, ist dir eigentlich egal, oder? Also hat immer einen Schnellreiseort entdeckt schon mal, das ist gut. Mal gucken, ob wir das Badehaus finden. Du hast entdeckt Unterkunft. Ah, ist ein Unterkunft. Okay. Da ist auch gleich das Badehaus. Okay. Ah, okay, sind diese Dinger dran. Aber es ist natürlich sehr früh noch. Spielt das jetzt? Oh. Ach so, es ist jetzt 7:30. Ich habe gerade eben auf meinen Finger geguckt hier. Da war es natürlich anders. Wir sind schon früh dran. Kann man nichts knacken hier. Guck mal. Oh, so eine Axt kann ich nicht stehlen. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Die hängt hier draußen. Aber ich kann sie nicht mitnehmen. Da, ist einer. Schnacken wir doch mal mit dem Mann da. Bleib stehen. Muss ich was fragen. Ein Dorfbewohner. Hallöchen. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Stinker. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Woher weiß er das? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Rathei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt noch mehr als bloß im Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Okay. Also, ich glaube, wir brauchen mit denen nicht weiter reden. Gott behüte dich. Aber hier war noch eine Frau, die rumlief, ne? Hab ich gesehen hier im Hintergrund. Die hin. Da! Was war das? Hallöchen. Bist du Madame? Rede mit Madame. Guten Morgen. Gott über dich wachen. Ah, wir können. Oh, was ist das denn hier alles? Du fühlst dich wie Achilles, da Treffer dir wenig anhaben können. Für 5 Minuten ist der erlittene Schaden um 50% verringert. Ist ja nicht schlecht. Warte mal, was habe ich denn da so viel? Aber es kostet auch ordentlich Asche, ne? Retterschnatz kostet 109, Liebestrank. Die Menschen werden dich lieben, okay. Warte mal. Ich nehme mal die Dienste des Bades an. Ich möchte etwas bestellen. Na. Und was darf sein? Ich möchte ein Bad nehmen und eine Kleider reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich brauche Heilung, ein Bad und saure Kleidung. Ich hätte ein Mädchen und alles, was dazugehört. Ich möchte die Haare schneiden. Ich möchte mich rasieren lassen. Ich hätte gerne, ein Bad. Zu zweit? Natürlich, aber zuerst das Geld. Wie viel kostet der Scheiß? Das zahle ich. Bitte. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Kommt drauf an, ich hoffe, das bist du nicht, die mit mir reingeht ins Bad. Boah, beim Witcher hätte man es gezeigt. Die Zubehörden werden einen neuen Menschen aus dir machen. Eine Stunde. Und eine Stunde. Kleine Ausdauer, der gute Mann.
Aber auch gleichzeitig gespeichert worden. Und wir sind sauber. Auch nicht schlecht. So, wer bist du denn? Adela. Guten Morgen. Stinker. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Nichts dergleichen. Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo ist er? Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Ich bin ein Freund von Hinek. Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Nein. Eher Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer. Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Was hat er denn erzählt? Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lobosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Wegen des Geldes? Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Wo genau ist es denn versteckt? Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, okay. Hab Dank. Dann wissen wir ja schon mal, wo der Gerber ist. Das machen wir. Gespräch zu Ende. Dann viel Glück. So. Gut, also wir wissen, dass er im Wald ist oder so, aber wir wissen auch, dass er Geld versteckt hat. Das klauen wir uns jetzt. Macht euch immer Sinn, dass wir uns das Geld wegnehmen. Wer ist er denn? Watzek. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Watzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher.
Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Alter, das schaffen wir niemals, aber lass uns mal probieren. Los geht's. Das schaffen wir niemals. Ich bin so schlecht im Schießen, wisst ihr? Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzt du? Komm hier, 30 Groschen. Warum nicht? Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Alles Gute. Trifft mit den Pfeilen die meisten Klötze. Und los! Ich treffe euch am Ziel! Wo sind die Klötze? Da ist ein Darunterkrant. Ah, okay. Mist, verfehlt. Okay, verfehlt. Aber ein bisschen höher vielleicht auch noch. Ja, aber das war schon ganz gut. Wieder ins Ziel. Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt zu viel. Okay. Alter Schwede. Versuch nur, das zu überbieten. Hab ich überhaupt mal irgendeinen getroffen? Ich glaube nicht, ne? Oh Mann, ey. Das ist schon schlecht, aber naja. Hä? Hab echt keine Chance. Immer sehr dicht dran, oder? Beinahe geschafft. Alter. Heinrich hat 502 getroffen, okay. Gibt's doch gar nicht. 3 getroffen, das war jetzt nicht so viel. Aber, mal auf hier. Können wir das nicht nochmal probieren? Ich meine, so schwer ist es, glaube ich, gar nicht. Musst du es nur noch ein bisschen besser. Muss es da hinten hinlaufen, wo er auch hin ist? Wahrscheinlich, ne? Guck mal, der hat noch, guck mal, wie viele Pfeile die noch haben. Die sind einfach nur schlecht. Da ist er. Nee, ist er nicht. Wir müssen da hinten hin, wo das aufhört. Können wir enden direkt? Alles okay. Gute. Muss ich jetzt hier warten, bis die Plätze kommen? Ist das euer Ernst? Puh. Was ist das denn hier? Spüre Stinker auf. Spricht Stinkers Vater. Wisst ihr was? Das kann uns eigentlich egal sein. Wir haben ja eh nicht gewonnen. Lass uns erstmal zu Stinkers Haus gehen und gucken, was wir da bekommen. Ich glaube, man kann es auch nicht einfach so beenden, aber. Da kann man es einfach so beenden? Nein. Den Bogen machen wir weg. Wo war denn der Gerber jetzt? Hier drüben, auf der anderen Seite, ne? Okay. Schon da drüben ist das. Wir sind schon weit abgekommen hier von seinem. Alter.
Also wenn man richtig gut in diesem Schießen ist, dann kann man schon Fettkohle machen, glaube ich, ne? Also, wenn man da gut drin ist, ich meine, dann kann man mal 100 setzen und kriegt das Dreifache raus. Kann man schnell Groschen zusammenspielen. Aber darüber muss man auch sagen, zieht sich das Spiel halt auch ein bisschen, ne? Ja, ich dachte, jetzt passiert irgendwas, aber haben wir nicht geschafft. Das macht auch nichts. Bloß ich habe jetzt keine Lust, das normal zu spielen. Nee, jetzt klauen wir uns erstmal das Geld. Hoffen wir, dass der Vater nicht da ist. Beziehungsweise, wenn er da ist, reden wir mit ihm. Ich kann uns erzählen, wo sein zerlumpter Sohn ist. Da ist der Gerber doch da oben, ne? Wollen wir den Vater mal reden? Würde Sinn machen, oder? Hallöchen. Da. Der Vater. Reden wir mit ihm mal. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Was machen wir da? Ich bin Gesandter von Herrn Radek. Heinig ist in Schwierigkeiten. Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Misserfolg. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Ah, doch, geklappt. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung. Aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Okay. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinek hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Ah, es reicht. Zurück. Dann kannst du zum Handel da. Kannst du mir irgendwas abkaufen? Wie viel Geld hast du denn? 200? Gut. Wir verkaufen mal. Wir kaufen jetzt mal Sachen, damit wir ein bisschen was weniger mal haben. Also wir machen, die alten Stiefel können weg. Armschienen. Lass uns die mal lieber anziehen gleich. So, warte mal kurz. Wir ziehen uns noch mal kurz um. Ah, andere Seite. Lass uns die mal lieber anziehen. Ein bisschen mehr Schutz drauf. Jena bei 5. Was haben wir jetzt drauf? Okay. Einmal kurz mit dir reden. Kannst du mir noch ein bisschen Geld geben vielleicht? Ein guter Mann? So.
Silberring verticken wir auch. Haben wir zwei sogar von. Gut. Ach so, nee, akzeptiere ich nicht. Warte mal. Dann machen wir mal den Silberring raus. 45 und dann nehmen wir noch eher die Jagdschuhe. Jo, das passt doch. Gut. So, ich klaue mir nochmal schnell dein Geld hier, was er irgendwo hier versteckt haben muss. Hinterm Haus, sagt er, ne? In der Ecke. War hier irgendwo? Aber wo ist denn? Wissen wir nicht genau, ne? Oh Gott, da kommt der. Hier hinter? Na, das sieht ja jeder, wenn er hier hingeht. Schloss knacken wollen wir auch nicht. Was hat er denn gesagt? Kann man das irgendwo schon nachgucken, ne? Da. Finde Stinger als Vorrat. C. Da ist er. Adela hat mir sehr schnell Geld beigelegt. Er ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben. Hinter der Gerberei. In der westlichen Ecke. So hier, ne? Beginnen wir mit Graben. Kommt er hierher, der Gerber? Das ist nicht schlecht. Was ist hier los? Ach Mist. Ich würde mit dir gern über deinen Hinek sprechen. Ich habe viel zu tun, also mach's. Okay, brauche nicht mit ihm reden. Okay. Und wenn der wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, ihn zu finden. Versuche ich. Geh du mal weg. Ich will das Geld da hinten klauen. Bloß wenn du dabei bist, dann geht's natürlich. Suchst du jemanden? Das ist natürlich doof jetzt. Sind wir die ganze Zeit wieder her? Gut. Ich habe eine Idee. Warte mal. Mal hier längs gehen. Er ist da unten. Vielleicht können wir da hinten über den Zaun klettern gleich. Da hinten klauen, ohne dass er es mitkriegt. Und dann sind wir wieder weg. Das haben wir. Hat uns noch keiner erwischt. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir noch versuchen, Stinker zu finden. Wo kann der denn sein? Ist er da? Also. Spüre Stinker auf. Stinker hat den Wild. Achso, gut. Dann müssen wir einmal zum Wirt.
Wer nichts wird, 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 ne? Wie man sagt, so schön. Gut. So ein Lurch. Ich weiß nicht, so viel Geld, was er da gebunkert hat. Also ich weiß nicht, womit sie sich da ein schönes Leben machen sollte. Es waren irgendwie 87 und ich habe allein der Tante schon 40 gegeben, einmal um mir in die Kiste zu hüpfen. Also, wäre zu richtig. Okay. Das Pferd ansehen. Ja. Na, halt mal. Nein, wir wollen nicht wieder Bogenschießen machen. Wo ist denn hier die Wirtshalle? Hier. Wir können auch gleich mal ein kleines Spielchen spielen. Aber erst mal wieder zum Wirt. Die spielen schon. Wird schon jemand? Wirt, da ist er ja. Reden wir mit ihm. Der kauft doch das Fleisch. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Deine Schenke sieht etwas heruntergekommen aus, Wirt. Die Wände könnten eine Schicht Kalbmilch vertragen. Dann wird's wohl so sein. Aber worauf willst du hinaus? Dass ein paar Münzen diese Probleme lösen könnten. Jetzt kommen wir auf einen grünen Zweig. Was wäre dir die Renovierung meiner Schenke denn wert? Oh. 70? Pass auf, du kannst von mir... Hier, du kannst von mir, fangen wir ganz unten, du kannst von mir 55 bekommen. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Na, darf ich mal auf 60. Das sollte reichen. Also gut, was willst du über Stinker wissen? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen. Und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Hm. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken, bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Okay. Gott behüt dich. Danke. Für den Minenschacht über Felswand sind die Höhle in den Hügeln bei Ledetschko. Gut. Gucken wir mal, was ist. Was ist das hier? Spüre den schickeligen Minenschacht auf, am linken Fluss oder Sasser auf. Finde den Minenschacht über der Felswand. Okay, wir sind auf der Seite, also lass uns doch als erstes mal zu C reiten, oder? Jetzt passiert. Bin gegen den Baum gelaufen? Bin den Baum gefällt. Na gut. Gibt es hier keinen ordentlichen Weg? Ein
Anscheinend nicht. Ist doch zu blöd zum Reiten, ey. Also. Was ist die? Das sind drei Plätze, wo wir hin könnten. Okay. Dann müssen wir nach die reiten. Muss ich auch mal einen normalen Weg geben, ey. Ich kann nicht dieses eins ist hier, dieses. Na gut, pass auf. Ja. Ja. Oh, da kommt ich längs. Ich darf mal hier am Ufer längs reiten. Ist auch ein bisschen blöd von mir. Ah, nervt aber auch. Gut, wir machen das anders. Was ist denn hier los? So. So. Wenn wir rauskommen, das ist doch echt. Man hakt hier auch überall fest, der hier. Gut, ich will noch einen anderen Weg geben. Komm, Herr Pebbles. Ja! Ein Weg da unten am Wasser längs oder ist das wieder nur so ein zum Wasser führt? Ah, es führt zum Wasser, okay. Das ist ein bisschen blöd. Und so Umwege da reiten muss jetzt. Gefällt mir natürlich mehr viel besser, aber na gut. Oh. Ja. Das Reiten ist echt nicht mein Ding hier. So, aber es kann ja nur in die Richtung gehen, also los geht's. So. Okay, dann gucken wir kurz auf die Karte. Wir sind da. Wir sind da hoch. Also irgendwie müssen wir da hochkommen. Ja. Da können wir nicht hochreiten. Wo gibt's denn hier den Weg da hoch, Mann? Das ist doch nervig. Dann geht das wahrscheinlich nur diesen... Entweder hier, unten längs. Ja, das wird es wahrscheinlich sein, ne? Und am Wasser. Da sehe ich doch den Weg schon. Ah, los. Ja. Ja. Gucken wir mal, ob es irgendwann nach oben geht, da hochkommen können. Beziehungsweise wir da irgendwie hochkraxeln müssen. Ah, wir müssen da irgendwie hoch. Aber da können wir nicht einfach so hochklettern, das geht nicht. Ja. Gucken wir mal, ob es einen Weg drumherum gibt. Ort, ja. 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 Geht der irgendwie gar nicht hoch, kann das sein? Da gibt es natürlich diesen Fluss. Der muss auch irgendwo hinfließen. Das andere ist ja ein mega Umweg, glaube ich. Ja. Auch. Wir versuchen mal im Wasser hochzukommen. Hoffe ich zumindest, dass das klappt. Übrigens mal, wenn es nicht klappen sollte, dann haben wir Pech gehabt, aber wir probieren mal. Ich bin ja mal offen für kleine Abkürzungen. Können wir da irgendwo hochklettern. Sieht auf jeden Fall sehr dicht aus alles hier, aber ich glaube, das Pferd schafft es nicht, aber vielleicht schaffen wir es. Die Rataya Wälder haben entdeckt, okay. Ach, guck mal, kommt noch ganz gut hoch. Ich glaube, das Pferd wird es auch sogar schaffen. Es sah bloß so steil aus von da vorne. Deswegen dachte ich mir, vielleicht lieber nicht. Oh, ist doch ganz schön hier. Das sieht ja echt gut aus, der Wald, ne? Also schon ganz cool gemacht. Und sehr realistisch. Frag mich, wie lange die brauchen, so einen Wald zu designen. Bis das Ding echt fertig ist, ne? Zieht sich bestimmt ein paar Tage hin. Monate. Jahre vielleicht sogar? Da hobbelt doch gerade ein Eichhörnchen. Wollen wir jetzt nicht essen, ne? Aber.
Wir kommen der Sache näher. Genau, hier ist D. Die muss ja schon irgendwo sein. Da irgendwo. Aha, hier unten. Lass mich nicht runterfallen jetzt. Ah, zu spät. Du hast entdeckt, Höhle. Zumindest sind hier draußen Gerber-Sachen, wie man sieht. Was war überhaupt jemand hier? Gehen wir da rein. Finde die Höhle in den Hügeln bei Laschenko. Oh, das ist er doch schon, wa? Was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist! Stinker. Bitte töte mich nicht, ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten, ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht umbringen. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du denn? Hm? Ich... Ich bin hier, um dich zu warnen. Sie sind hinter dir her. Ach ja? Gut, dass ich mich hier verstecke. Sie haben deinen Freund Heinz ermordet. Und an die Tür seines eigenen Hauses genagelt. Ja, was glaubst du, warum ich mich verstecke? Wenn du nicht wie er enden willst, sagst du mir lieber, was du weißt. Und wie soll mir das helfen? Wenn sie unter der Erde sind, werden sie dich wohl kaum noch belästigen können, oder? Und wenn du mir hilfst, garantiere ich dir, dass sie dort landen. Ist gut. Was willst du wissen? Oh, ich bin cool. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen riesen Anschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Deine Bande, was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Wer hat dich denn Wicht vorgestellt? Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo sind Timmy und Pius? Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Okay. Gib mal was über die andere Bande. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein,
haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Befindet sich das Lager? Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Okay. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er in den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfer gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich hab ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war es nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? So ein kleiner Sherlock hier. Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Das genügt jetzt. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. Haltet die Fresse. Ach, Scheiße. Ich euch noch. Scheiße. Das sind Wichts, Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Ich hau ab. Bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh Gott, jetzt muss ich kämpfen. Ah. Großer Gott. Also gut, vermutlich hast du recht. Ach, Spiel gespeichert, okay. Was ist hier los? Wer ist da? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Ich schlachte dich ab! Ah.
Ah, was ist denn hier los, Alter? Nimm das! Oh, oh. Scheiße! Soll das etwa alles sein? Schau auf, was. Wir haben ja schon halber getroffen. Komm, was? Oh, kannst du aber fangen? Das trifft doch fast wieder hier. Du bist tot. Ich auch noch. Scheiße. Okay. Jetzt sind wir gleich gearscht. Was für uns. Okay. Wer ist da? Was ist? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Komm her, du Weicher. Ach, komm schon. Ja. So, der ist schon mal erledigt. Mehr hast du nicht drauf? Ja, perfekt. Der hat mich gut getroffen. Oh, warte, er hat mich auch getroffen jetzt. Kämpfen? Naja, es reicht für dich. Stein hervorgekrochen kommen. Hat er den anderen getötet? Wahrscheinlich, ne? Soll das etwa alles sein? Okay. Aber gegen zweites gibt es doch Kacke. Ah,
Ich ergebe mich. Genug. Egal, man kann sterben, du Spast. Oh, ich sehe nichts hier, ey. Na, komm her. Gnade? Du gewinnst! Okay, wir haben sie besiegt. Aber er ist natürlich doof, weil... Du musst ja tot sein. Den plündern wir mal. Nehmen wir mit. Erstmal alles mit hier, was er hat. Und jetzt müssen wir uns einmal verbinden, glaube ich. Denn... uns geht's nicht besonders gut. Oh, wo ist denn mein Kollege jetzt hin? Den hat er ja niedergemetzelt. Nehmen wir das mal mit hier. Und das schwere Schild nehmen wir auch mit. Ich bin natürlich, kann ich jetzt nicht laufen. Aber wo ist der andere Typ denn hin? Den sie gekillt haben. Das ist natürlich ärgerlich, dass der jetzt tot ist. Okay, aber wir können noch was essen hier. Ich hab schon Essen, haben wir. So. Vollgefressen wie ein Schwein. Aber jetzt, was hatten wir noch da drin? Das können wir wegschmeißen. Aber wir müssen mal gucken, bei der Waffe haben wir doch jetzt. Aber wir haben ja treue Gefährte. Okay, unser Sachs ist ein bisschen stärker noch. Aber dafür kriegen wir fett Kohle. Aber unser Schild. Oh. Ist dann jeweils zu viel dabei. Mal gucken, was wir noch rausschmeißen können, was ein bisschen viel wiegt. Dafür kriegt man natürlich fett Kohle. Was schmeißen wir raus? Die kannst du mal ansehen. Gewöhnliche geteerte Jacke. Kriegt man nicht viel für und hat halt echt viel Gewicht, ne? Nee, eigentlich nicht. So, aber wo ist denn unser Kollege, frage ich mich. Den können wir ja noch ausplündern, wenn der ihn umgebracht hat. Den wird er wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden hier, ne, oder? Doch, da. Stinker. Ja, nehmen wir alles. Gut. Was ist unsere nächste Aufgabe? Erkunde dich bei der Windmühle nach Timmy. Die anderen Sachen muss ich alle gar nicht mehr machen, ne? Nee. Ja, sollen wir zu Timmy reiten? Es war ein harter Kampf, hat sich aber gelohnt. Wir sind weitergekommen. So, da muss es hin. Ja. Warte mal. Lass uns mal kurz in die Höhle gehen, denn der. Vielleicht hat er ja was dagelassen für uns. Das nicht, aber wir können hier kurz schlafen und speichern. Das sollten wir vielleicht mal kurz machen. Nur so für 7 Stunden. Das kann man gut mal machen, denn wir brauchen ja auch ein bisschen Erholung. Und ja, ist uns ein bisschen schwierig auch, ne? Super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch noch ganz gut ging, der Kampf. Dafür, dass das beim ersten Kampf echt scheiße aussah. Aber da hat der Stinke auch ganz gut zugeschlagen bei dem einen. Mit dem Schild. Das heißt, der hatte gar nicht mehr so viel Leben. Was natürlich sehr praktisch war.
So, es ist auch gleich schon Nacht, wenn wir aufwachen. Aber vielleicht haben wir so ein bisschen uns erholt. So, wir sehen wieder fit aus. Mal gucken jetzt nochmal rein, ob der Stinker irgendwas für uns zu essen hat. Na klar, nehmen wir alle mit die Äpfel. War natürlich dumm, die alle Äpfel mitzunehmen, fällt mal rein. Denn jetzt haben wir natürlich viel zu viel Äpfel dabei und haben wieder viel zu viel Gewicht. Pass mal auf den Nüppel hier. Der wiegt jetzt auch nicht so viel, ne? Bei der Rüstung können wir natürlich ein bisschen was. Noch anziehen, Leder, es gibt sogar noch ein bisschen Rüstung. Also ich kann ja auch wegschmeißen, das Ding. Warte mal. Lass mal fallen. Zack. Wieder ein bisschen Platz. So. Wenn wir schon hierbei gerade sind, dann lass uns doch mal gucken. Lass uns mal gucken, was wir noch schon mal neu machen können. Denn ich glaube, beim Spieler selber können wir ein paar Sachen machen. Also unsere Hauptstufe. Du bekommst 30 Minuten länger ohne Essen aus, aber sollte Hunger bekommen, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Wenn du schmutzig bist, was du okay. Nachtschwärme aufgedreht, Frischluft aus dem Kerker nach der Entlassung. Bürger entsteht in Dörfern zur Erinnerung. Hältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke, Agilität und wieder die Redekunst? Erste Hilfe. 25 effektiver und du kannst deine Heilkunst auch in die Lunge setzen. Das finde ich ganz gut. Erste Hilfe ist immer ganz gut, das zu haben. So, was ist hier? Dein Kampf. Finde Ader lassen, rostige Klinge. Je mehr dein Schwert beschädigt, desto größer ist die Chance, deinen Gegner damit einen Treffer zu vergiften. Du hast eine bessere Chance, deinem Gegner im Kampf eine blutende Wunde zuzufügen. Was nehmen wir denn da? Machen wir Ader lassen. Nein, 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 wir sind noch nicht fertig. So. Verteidigung. Da beim Schwert haben wir noch was, ne? Stumpfer Schlag. Was ist denn das? Zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Stich auf das Gesicht des Gegners anstatt einen angedeuteten Angriff von rechts. Okay. Doppelstich. Fehlende Technik, Narbenmacher. Zuschlagen, zustechen, zustechen. Eine Mittelhau, okay. Dann machen wir das mal. Perfekt. So, Fertigkeiten haben wir auch noch ein paar. Alchemie. Ah, ich bin schon wieder rausgegangen. Also wenn ich immer zurückgehen will, und dann lande ich immer auf den... Da. Trinkfestigkeit. Was haben wir denn da? Trinkgewohnheit, Weintrinker. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 5 weniger und deine fertige Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Nüchtern Zustand zittern deine Hände jedoch 25% mehr. Das ist ja blöd. Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wer einen ging, ist doppelt so stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Bier trinken. Ja. Da war noch was. Gut, das war's. Das ist einfach nur Stockwinzer hier gerade. Weil ich in die falsche Seite der Höhle gerannt bin. So, da geht's raus. Reiten wir einfach schon mal da hoch. Oder ich würde sagen, nee, wir nächtigen jetzt hier. Wir machen jetzt hier einfach eine Pause. Und spielen beim nächsten Mal weiter und erkundigen uns dann, wie es Timmy geht. Ja, das machen wir. Gut, Leute, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüssikowski, wie man so schön sagt.